Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Impfmonitoring-Report des RKIs. Wir schauen einmal auch ein bisschen auf die Inzidenzien an sich bei diesen Altersgruppen, bei der Altersverteilung. Gucken mal da, was unsere lieben Kleinen machen, was unsere Senioren so im Laufe der Woche für Veränderungen drin hatten. Und wir schauen vor allen Dingen auf die Statistik der Impfdurchbrüche. So, wir starten einmal. Ich schalte einmal gerade den Monitor um und wir gucken einmal auf den Tagesreport. Den Tagesreport als solchen werde ich euch hier in jedem Fall drunter wieder verlinken, dass ihr euch das auch natürlich selber angucken könnt. Und wenn wir jetzt hier auf die Tabelle gucken, dann sehen wir schon, dass sich hier sehr viel verändert hat. Dass wir also im Vergleich zu hier, also im Sommer, nicht unerheblichen Anstieg haben. Insgesamt haben wir in der Bevölkerung eine Inzidenz von 414. Und wir schauen mal ein bisschen, wie sich das jetzt so verteilt. Also wir sind bei 176 bis 275 in den Altersgruppen 75 bis 90 plus. Ja, der mittlere Bereich ist ähnlich wie in der Vorwoche, auch mit einem leichten Anstieg zu verzeichnen. Und hier unten sehen wir also, dass die Altersgruppe 0 bis 4 236 in der Inzidenz hat, die Altersgruppe 5 bis 9 829 und 10 bis 14 einen Anstieg auf 921 hat. Danach nimmt das Ganze wieder ein bisschen ab. Altersgruppe 15 bis 16 sind wir dann bei 552 und dann geht es so ein bisschen runter wieder. Hier habe ich jetzt eine Frage, die mir bisher weder die Gesundheitsämter noch das RKI per Presseanfrage beantwortet haben. Wie werden die Pooltests in den Schulen behandelt? Wie werden die aufgenommen? Diese Frage wird bisher nicht beantwortet. Weil wenn wir das mit dem Vorjahr vergleichen, mit den Wellen, die wir dort hatten, sehen wir ja schon einen verhältnismäßig exorbitanten Anstieg. Eine mindestens, ja, je nach Wertenlage, Verdreifachung, Vervierfachung der Zahlen. Also, soweit ich mich erinnern kann, wird seit den Osterferien, Sommerferien, nach den Sommerferien wurde angefangen zu testen mit diesem Pooltest. Irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass der größte Teil des Anstieges in dieser Altersgruppe liegt. Und wir wissen auch, das sehen wir, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, in den nächsten Tabellen nämlich auch wieder, dass nämlich wo war das? Beim letzten Mal war es Seite 24. Ich gehe mal gerade hoch. Wir gehen jetzt einmal ins Monitoring. So, genau, hier haben wir das Monitoring. So, wir gucken einmal unten auf die Impfdurchbrüche, weil dort haben wir nämlich eine sehr, sehr schöne Tabelle, die so ein paar Sachen anzeigt. Und zwar hier die Tabelle 3 Impfdurchbrüche, Kalenderwoche 43 bis 46. Datenstand hier ist vom 23.11. Und wir sehen bei den Kindern von 31.265 Fällen in diesen drei Wochen 2.103, die vollständig geimpft waren, also symptomatische Covid-Fälle, macht hier 6,7% aus. Diese 6,7% sind natürlich auch im Anbetracht dessen, dass noch nicht so lange in der Altersgruppe geimpft wird, natürlich auch erst hier der Anfang der, ja, der Registrierungen. In der Altersgruppe 12 bis 17 sehen wir 147 Hospitalisierungen, 11 davon vollständig geimpft, 7,5. Auf Intensivstationen in der Altersgruppe 0. Verstorbene symptomatische Fälle. Einer bisher, also einer in den letzten drei Wochen. Ein verstorbenes Kind im Zusammenhang mit Covid-19. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, okay, das ist ja klar, dass die Statistiken nicht immer ganz aktuell sind bei den Todesfällen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen weiter auf die Impfdurchbrüche. Altersgruppe 18 bis 59. Von 207.476 Meldungen insgesamt an symptomatischen Covid-Fällen
waren 101.201 Fälle doppelt, also vollständig geimpft. Macht hier einen Anteil von 48,8%. Hospitalisierte Fälle in der Altersgruppe 4.030, davon 1.136 vollständig geimpft, 28,2%. Auf den Intensivstationen hatten wir in der Altersgruppe 535 Fälle, 82 vollständig geimpft, macht hier 15,3% aus. Von den Verstorbenen in der Altersgruppe 74, 12 davon vollständig geimpft, macht schon in der Altersgruppe 16,2% aus. Jetzt gehen wir mal auf die Altersgruppe, die gemäß der ursprünglichen Definition der Impfgeschichten am stärksten geschützt werden sollte, wo wir eigentlich auch alle immer gesagt haben, diese Altersgruppen müssen vernünftig geschützt werden, mit ordentlichen Hygienemaßnahmen in den Heimen, etc. Das ist ja von Anfang an der Fall gewesen. Und in der Altersgruppe sehen wir, dass von 51.212 symptomatischen Covid-Fällen 36.552 den vollständigen Impfschutz hatten. 71,4%. Von den 6.149 Hospitalisierungen aus der Altersgruppe waren 3.443 vollständig geimpft. Macht hier eine Quote von 56% aus. Von 996 intensivmedizinischen symptomatischen Covid-19-Fällen waren 462 vollständig geimpft. 46,4%. Und dieser Anteil hier, meine Lieben, der hat sich doch ein wenig. Warte, ich guck mal gerade, ob ich das jetzt durch Zufall finde. Weil da haben wir jetzt auch doch eine signifikante Steigerung zum letzten Jahr. Zur letzten Woche, Entschuldigung. So, ich gucke gerade, ob ich das finde. Also von den 1.124 Verstorbenen in der Altersgruppe 60 plus haben wir 590 Verstorbene vollständig geimpft. 52,5%. So, ich hole gerade einmal den Lagebericht von letzter Woche dazu, dass wir uns einmal da gerade die Tabellen im Impfmonitoring angucken. Seite unten geht aber der kleine. Moment, meine Lieben, ich suche gerade mal die Vergleichstabelle raus. So, also wir sehen, dass wir letzte Woche noch, ich mache das mal gerade größer für die Ungläubigen, wir waren letzte Woche bei den Verstorbenen 60 plus bei 42%. Diese Woche 52,5. Was wir dadurch jetzt uns zurechtlegen, wie wir das interpretieren, ist jedes Mal ist jedem selbst gemacht, jedem selbst überlassen. Ich persönlich finde nur, dass diese Zahlen ganz klar die Widerlegung der Aussagen von bestimmten Menschen sind, die letztes Jahr sehr aktiv und auch in der letzten Zeit wieder sehr aktiv für diese Geschichte werben. So sage ich es jetzt vorsichtig. Ich weiß nicht, ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll, meine Lieben. Und die, die den Kanal ein bisschen länger, intensiver folgen, die wissen, dass bei der vorletzten Spalte, dass da ein sehr naher Angehöriger bei mir dabei ist. Und wenn ich dann gerade in die Altersgruppe gucke, da wird mir im Moment irgendwie schon so ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Zahlen, für alle, die jetzt kritisch sind, für alle, die jetzt sagen, das wäre Verschwörungstheorie, ich verlinke euch die Dokumente. Die sind unter diesem Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Wie bei allen anderen Videos, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, was haben wir für Zahlen und so weiter. Wie bei den Tageszahlen und, und. Das ist alles unten in der Videobeschreibung drin. Ihr könnt das alles euch selber angucken, euch selber auslesen. Natürlich ist das klar, dass wenn wir prozentual mehr Geimpfte in der Bevölkerung haben,
dass diese Zahlen immer weiter aufsteigen. Nur meiner Ansicht nach ist es mehr als besorgniserregend, dass es hieß, wir wollen die Altersgruppe 60 plus, die volatilen Gruppen schützen. Und dann sehen wir nach noch nicht einmal einem Jahr solche Zahlen dort. Also, ganz ehrlich, hätte man das Geld nicht in wesentlich effektivere Maßnahmen stecken können? Ich sage hier nur, vernünftiger Infektionsschutz in Krankenhäusern, in Altenheimen. Die ambulante Pflege war bisher immer relativ wenig vertreten in den ganzen Geschichten. Warum? Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Weil wir uns an die Hygienerichtlinien wesentlich besser halten können als die Kolleginnen und Kollegen im Heim. Also, seit fast 1,5 Jahren sage ich, das Geld wäre in vernünftige Hygienekonzepte, in vernünftige Personalkonzepte besser angelegt gewesen. Wir hätten mit dem Geld sehr viel Besseres bewirken können. Wir hätten den Menschen einen wesentlich angenehmeren Lebensabend ermöglichen können. Wie viele sind letztes Jahr verstorben in Einsamkeit? Wie viele sterben jetzt aktuell auf den Intensivstationen alleine? Wie viele liegen dort, können keinen Besuch erwarten, dürfen keinen Besuch empfangen? Wie kann das sein? Wie unmenschlich ist dieses Land eigentlich? Ich weiß, dass dieser Nachgang, den ich jetzt gerade hier gemacht habe, dass der mir höchstwahrscheinlich die Monetarisierung kaputt macht bei YouTube. Aber es ist mir egal. Weil ich kriege die Krise bei Menschen, gerade in der Altersgruppe, ich zeige es gerade nochmal, gerade bei den Menschen in dieser Altersgruppe hier, die sich immer darauf berufen, dass sie das hier bekommen haben und denken, dass sie sicher sind vor Verläufen. Und dann sehen wir hier solche Zahlenwerte nach noch nicht einmal einem Jahr. Ich weiß nicht, was soll man da noch sagen? Ganz ehrlich, Leute, was sollen wir dazu noch sagen? Guckt es euch an. Und selbst in den jüngeren Altersgruppen, die länger geimpft werden, die 18 bis 59, die werden auch noch nicht so lange geimpft. Das fing, glaube ich, im April an. April, März, keine Ahnung, Mai. Seitdem impfen wir die. Guckt euch die Zahlenwerte an. Guckt euch das mal bitte an. Ich bin echt auf eure Meinung gespannt, meine Lieben. Ich weiß, dass das jetzt ja auch eine relativ lange Abmoderation ist. Aber dennoch ist diese falsche Sicherheit, diese falsche Sicherheit bei der ganzen Geschichte. Man erzählt unseren Patienten, wenn ihr geimpft seid, so fing das ja an. Die meisten hören mittlerweile gar nicht mehr hin, was in den Medien gesagt wird. Weil ich bin ja geschützt, haben die ja damals gesagt. Da kann ich ja die Hörgeräte bei den Nachrichten ausmachen. So nach dem Motto. Und ich will nicht wissen, wie viel diese Fahrlässigkeit Verantwortung daran hat. Ich will nicht wissen, wie viel Verantwortung dafür die Gesundheitsämter zu tragen haben. Die teilweise symptomatische Menschen noch nicht mal mehr in Quarantäne schicken, weil sie ja geschützt sind. Diese Meldungen kommen jetzt von mehreren Ämtern, aus mehreren Gesundheitsämtern. Oder besser aus den Heimen. Kolleginnen positiv getestet, PCR positiv. Ja, zieh dir eine Maske an, die arbeiten, bist ja geschützt. Ja, Moment mal, dass die den Virus da eventuell durchtragen. Da denkt von denen keiner ran. Und dann wundert man sich allen Ernstes, dass es in den Altenheimen wieder durchzündet. Also ganz echt, da frage ich mich wirklich, wo leben wir hier? Ich werde das Ganze jetzt hier beenden, meine Lieben. Guckt euch das bitte selber an. Die Datensätze sind hier, wie gesagt, unter dem Video verlinkt. Ihr findet auch weitere Informationen zu dem Kanal, zu Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, etc. findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne bedanke ich mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, nachher viele von euch im Live begrüßen zu dürfen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass die Konferenz, die ich nachher mache, beziehungsweise während ihr dieses Video jetzt, die ersten, die das sehen, dass die Konferenz, die ich zu dem Zeitpunkt mache, wirklich etwas bringt. Und ja, in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch selbst an.
Das ist hier die Seite 24. Und in dem Sinne, bis hoffentlich heute Abend beim Live, beziehungsweise die, die das Video später sehen, bis zum nächsten, euer Mike.